Und auf zurück. Yay. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und wir erfüllen heute einmal wieder den Traum aller Männer. Wir sind wieder einmal Spyro. Die Frau wurde zum Drachen. So, gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Also Steinhügel und Altstadt hatten wir jetzt schon. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt mal ins Labyrinth. Gehen damit ins dunkle Tal. Einmal dunkles Tal voraus, bitte. So, das dunkle Tal. Okay, ich weiß zwar nicht genau, was ich getan habe, aber anscheinend habe ich irgendwas getan. Hier oben lang. Mal gucken, was das hier macht. Einen nach dem anderen und statt dann nachher hier. So. Alban. Ja. Seht ihr auch. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ach, hätte mich jetzt auch gewundert. Achso, das hier ist der Sturmangriff, ne? Damit ihr das was. Ja. Bum, bum. Ein Leben für mich, Essen für Sparks. Eigentlich da alles kriegen. Ach, nur zwei Drachen. Ah, schön. Was ist das denn jetzt gerade? Irgendwie was. Huckel jetzt gerade ein bisschen am Schädel. Ja, komm her. Jo. Darius.
Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Hab ich auch schon gemerkt. Danke dafür. Hier immer sowas zu spät sagen, ne? Ja, doch da unten lang. Was mache ich denn mit dem? Ja, du mir auch. Aha! Von hinten! Alle gesehen, von hinten. Ich bin der König. Der... weiß ich noch nicht. Der Drachen. Ich bin die Oberdrachen. Baro. Nee, ich bin raus. Vorbei. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ist der so niedlich, der Kleine? Oh Gott. Wie brav der da jetzt sitzt. Okay, hör mal auf damit. Aktion ist das hier. Habe ich in der letzten Folge schon gemacht. Die erzählen mal immer alles, was man schon weiß. Oh nein, das habe ich auch, bevor ich das Spiel gespielt habe, alles nicht gewusst und musste alles selber herausfinden. Kein Leben für mich. So, jetzt müssen wir die Truhe hier oben noch aufmachen. Einmal Truhe öffnen, bitte. Nein! Ist das dein Ernst? Es fehlen drei. Drei! Alter. Ah! Haha. Was ist das? Ich habe dich gesehen. Kleine Drecksack. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Erstmal Feuer. Damit wir was sehen. So. Okay, damit haben wir zwei. Fehlt mir nur noch einer. Ist das dein Ernst? Ich habe irgendwo einen zurückgelassen. Boah, ich werde sterben. Bis ich den gefunden habe. Und bitte lass den einfach hier hinten irgendwo liegen. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wow. Das ist nochmal gut gegangen hier. Hier liegt auch keiner rum. Das ist auch schön. Ich kann mich auch so umgucken. Brauche ich nicht Aktion für drücken. Ah! Tada! Geschafft! Jo, dale. Achso, ja, ich weiß, rein theoretisch könnten wir haben jetzt 15 Drachen, wir könnten rein theopraktisch schon mit dem Ballonfahrer fahren. Ich bin aber eine, ich mache gerne alles bis zum Ende. Nur? Und auf zurück. Yay. Woo-hoo.
Das haben wir auch abgeschlossen. So. Da war der Ballonfahrer. Was fehlt denn jetzt noch? Da hinten waren wir, da waren wir. Dann fehlt ja eigentlich nur noch das hier, ne? König von die Welt. Okay. Oder auch nicht. Komm, gib mir ein Leben. Frage. Mach was jetzt? Machen wir's? Oder gehen wir noch? Ja! Na endlich, man hat auf mich gehört. Ich kriege ein Leben. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, komm, wir gehen rein. Das sieht schon schick aus, ne? Toasty. Guck mal von hier. Okay. Ja, ja. Baba. Sehe ich auch so. Ein Drache habe ich hier. Nichts, worauf ich achten muss. Geh mir ja am Sack. Ja, die Hunde muss ich tatsächlich zweimal abfackeln. Gott, das wird ja mal schlimmer mit den Hunden. Also ich kenne Hunde, die bellen nicht so schlimm. Hier ist noch einer? Out.
Okay, okay. Nevi. Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Der soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Okay. Oh, eins stört mich. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Moment, wo ist es? Da war es nicht. Da. Oh. Dann sieht man wenigstens auch, was die machen, ey. Achso, ja, wir können mit dieser komischen Fee sprechen. Hi, Spyro. Und dann können die uns den Drachen wieder herholen. Und das war's. Hi, Spyro. Hi, Spyro. Hi, Spyro. Okay, ich würde aber sagen tatsächlich, dass wir das ja in der nächsten Folge machen. Fängt die nächste Folge wenigstens mit was Schönem an, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Eure Kitty.